So, weiter geht's heute mit unserer FIFA-Karriere und wir treffen heute auf Hannover 96. Das letzte Spiel war ziemlich eindeutig. 6:0 gegen Düsseldorf. Jetzt sind wir dran. Zumindest wieder ein bisschen in der Saison zurück. Wir treffen heute auf Verfolger Hannover 96. Auswärts sogar. Na gut, gehen wir rein ins Match. Oder in die Richtung zumindest. Wir haben ja sowieso schon bald wieder. Ach ja, schon bald wieder, ne? Ja, Transfer-Deadline-Day, ne? Oder was? Sehe ich das richtig? Ja, am 30. genau. Theoretisch könnten wir noch ein bisschen reagieren. Nach dem 96-Spiel haben wir dann Deadline-Day. Naja, mal schauen. Leihangebot, Hugo, Ferreira, Leihgeschäft. Wuhan nach China. Nö. 18 Jahre alt, nein, bleibt definitiv bei mir, weil ich gerne weitere Talente aufbauen möchte und ungern eigentlich. Ich könnte ja auch beide spielen. Na gut, okay, gehen wir rein ins Match. Eigentlich brauche ich da jetzt nicht groß. So, hier. Lief am letzten Spiel. So, oh, tatsächlich. Ja, wir warten. Jetzt geht's los. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Willkommen hier in der Heinz-von-Heitner-Arena, liebe Fußballfans. Ich begrüße Sie zu diesem Abendspiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Ein Freundschaftsspiel also, aber das wird wohl trotzdem intensiv, da beide sich eine Menge vorgenommen haben. Freundschaftsspiel, ja. So, die Jungs kürzen sich noch ab. Und da geht's gleich ins Match. Spieltag Nummer 5. Na gut. Gehen wir gleich rein. Anschluss muss jetzt eigentlich jede Sekunde erfolgen. Nur weil die Anschluss da oben halten. Der Schiedsrichter Aber schau. pfeift diese Partie an. Und jetzt spielt aber ja auch ziemlich gut auf die Socken gekriegt vom KSC. Deswegen ein bisschen Geduld. Ah, oh nein, Ballverlust. Schade, komme ich nicht richtig ran. Ja, das. Nach innen. Ich hatte nicht ganz richtig sauber weggegriffen bekommen. Wie das? Können den Ball erstmal abblocken. Mitgegangen. Und dran geblieben. Die Gäste sind im Augenblick die Mannschaft mit der besten Offensive. Mit der besten ja, Offensive. Ja, nochmal, vielleicht jetzt mal wieder. Oh, jetzt haben sie die Chance. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar ja, ein bisschen zu. Die Flagge war zu nah einfach am Tor. Ah, man versucht. Drin,
aber nein, der Abschluss war nicht gut genug. Erste Halbchance. Ja, vielleicht jetzt mal. Der Ball ist ein bisschen weg vor. Zu viel Platz bei diesem Dribbling. Oh, das ist aber gelöst, Andresen. Und jetzt. Ah, schade. Teuchert. Könnte die Führung. Grätschen kann ich nicht. Immer noch gefährlich. Und mit viel, viel Glück überstehen wir das, diese Situation. Und ich stehe nicht als Fahnenhofer. Wenn der nicht am Alu landet, dann gehen sie in Führung. Haben sie ja alles im Griff. So ist weiter alles offen. Geh, wollte sagen, geh mit. Überlaufe, geh mit. Gut durchgesetzt. Da ist die Flanke. Und Alu auf der anderen Seite. Sie können nicht klären, sind weiterhin Bedrängnis. Ah, scheiße. Zweite Mal Alu. 1-2. Kommt keiner mit. Super gehalten. Aber der Kipper fehlt noch. Was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. Der Ball kommt rein. So, da ist die Führung. Und das ist halt so Fahrenhofer. Und das ist bitter. Das waren sie gut. Setzen ihr Konzept. Schönes kurze Eck. Um. Die Tore haben bisher. Das hat sich irgendwo so ein bisschen angedeutet. Oh, das muss ich schon mal angucken. Das ist noch da stand nämlich einer auf der Seite, der Keeper stand auch dran und trotzdem geht der Ball irgendwie ins kurze Eck. Er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke und damit oh, bitter. Ja, dann musst du eigentlich haben. Schade. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Okay. Für die Aktion. Ja, da kann man aber auch mal was anderes zeigen. Er ja, schön von hinten in die Beine rein. Ja, Schiri, da kannst du mal rot geben. Muss eigentlich sogar fast schon rot geben. Oh nein. Also heißt es bei gelb. Und ich vermute, dass er dann beim nächsten. Boah, geiler. Das könnte vielleicht was werden. Da ist die Flanke. Sie bekommen den Ball nicht weg. Schade. Wichtiges Tackling hier. Ja, zumindest geholt, zurückgeholt. Jetzt brauchen sie hier diesen entscheidenden Pass. Flanke, Flanke kommt. Damit lässt er sich ja natürlich nicht überwinden. Hat ihn. Wir laufen schon wieder im Rückstand hinterher auswärts. Hugo de Voir. Jetzt kann er es machen. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart gehalten. Ja. Die Balle oben. Der war anders geplant, der Ball. Kerk. Also unverdient ist die Führung Hannover nicht, muss ich sagen. Guter Vorstoß, kann was werden. Die Fans wollen den Abschluss. Damit lässt er sich nicht überwinden. Das ist zu viel gerade, was wir zu lassen. Jetzt die Ecke. Abwehrversuch, Scheitern, Szene geht weiter. Jetzt schießt er. 2-0. Er trifft. Er erhöht die Führung auf 2 Tore. Das ist wie bei Karlsruhe. Wie in Karlsruhe. Das, der Gegner hat die zweite große Chance. Also sie haben jetzt ein paar mehr gehabt, aber erst können sie, sich noch sie machen halt Tore. Wir nicht. Und das ist halt das manchmal so. Wenn du den Weg mit den Talenten gehst. So, vielleicht jetzt irgendwie noch ein Tor machen für der Pause. Das wäre super. Dann wären wir zumindest wieder drin in der Partie. Guter Einsatz. Ball ist im Aus. Es gibt Einwurf. Spielt den Ball in die Füße des Gegners. Ja, zu offensichtlich die Idee. Gefährlicher ja, weil er nach außen, den kriegt er aber nicht mehr. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. So, ja, Pause. Das war's im ersten. Die Gäste laufen hier also einem Rückstand hinterher. Sie sind ja eigentlich das Team mit dem besten Sturm. Aber heute gehen sie hier unter. Sie müssen erkennen, manchmal reicht es eben nicht. Heute
Defizite in der Abwehr, die du dir nicht ausdenken kannst. In vielen Szenen zu unaufmerksam. Es funktioniert nicht, aber wir sind halt eine junge Truppe, ne? Gerade aufgestiegen, junge Mannschaft. Da kann das durchaus mal passieren. Gut, gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Gucken wir mal, dass wir es irgendwie noch ein bisschen gerettet bekommen. Wir gehen rein in den zweiten Spielabschnitt. Hat auch keiner erwartet, dass wir durchmarschieren. Aber wer weiß, was passiert am Ende der Saison. Wir hatten ja in der dritten Liga auch so eine Zwischenphase mit 4-5 Spielen, wo wir gar nichts gerissen haben. Klasse Ball gewinnen, und jetzt was draus. Am Ende sind wir doch so relativ souverän dann aufgestiegen. Schön dazwischen gegangen. So, jetzt vielleicht. Nach einigem Hin und Her, Cavallo, wie es so üblich ist, konnten sie den Transfer dann doch klar machen. Dem steht eine tolle Zukunft bevor. Das sehen ja, alle Experten so. Kannst du fragen, wen du willst. Das wird ein Star. Da ist er da. Da, ach, Mann. Er steht gut und holt sich den Ball. Der Haken war zu viel. Da wäre jetzt Platz für einen Konter. Der Angriff könnte was werden. Kerk. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Jetzt kommt hier der Wechsel. So, weiter draus. Der wird wahrscheinlich bei der nächsten Aktion wieder eh geflogen. Der hat nämlich schon gelb gesehen, auf dieser Grätsche von hinten. Ernst. Da zieht er ab. Ne, das stellt sich aber natürlich vor keine großen Probleme. Aha, Mann. Die Idee war gut. Aber die Umsetzung eher. In puncto Ballbesitz ist Hannover 96 die bestimmende Mannschaft. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung im Moment verdient. Pedro. Da ist Platz auf dem Flügel. Flanke kommt in die Mitte. Das war nüscht. Da sehen wir den Ballverlust. Vielleicht der Anschlusstreffer. Und Ulrich. Jetzt ist es nur noch ein Schritt bis zum Ausgleich. Das ist zu schaffen. Yes. 1-2 nur noch. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Erst läuft der Ball richtig gut. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Vielleicht haben wir noch mal was. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ah, noch ein bisschen was drin. Vielleicht schaffen wir doch noch mal dieses Match zurückzukommen. Sterner vielleicht. Das sieht vielversprechend aus. Hereingabe. Fans können erstmal durchatmen. Gleiches Schluss in dieser Begegnung, in der aktuell ein knapper Rückstand für die Gäste zu Buche steht. Arme, schade. War mal eine Idee. Ja, da hat der Verteidiger gut aufgepasst. War bisher zu wenig. Da gibt es kaum etwas, wo ich sagen würde, jo, das war richtig gut, das lässt mich noch an die Wände glauben. Könnte der Ausgleich werden. Tor! Unfassbar, sie packen es doch noch und gleich hinaus. Herrlich, wie er den trifft. Yes. Nahezu perfekt, da gibt es kaum was auszusetzen. Von wegen, es gibt nichts, wo man uns an die Wände glaubt. Dann haut der so ein Ding da raus. Damit habe ich wirklich nicht mehr gerechnet. 10 Minuten noch. Also bei hier Punkt mit dem bin ich zufrieden, eigentlich fast mehr oder weniger. Aber vielleicht gibt es doch noch eine Möglichkeit. Der Schuss. Gar keine Herausforderung hier für den. Der war gut, weil er noch ein bisschen abgeblockt war. Der hat ein bisschen Fahrt rausgenommen aus der Situation. Hier könnte es jetzt nochmal gefährlich werden. Ja, das vielleicht nicht ganz so. Kann er blocken, sah gefährlich aus. Oh, Glück gehabt, dass er nicht da auf Handspiel pfeift. Weil ich hätte fast erwartet, dass er jetzt noch 5 Meter geht. Er bekommt die Unterstützung. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Cavallo, Pedro! Kein Tor. Die Parade hält sie hier im Spiel. Wieder Zieler noch gehalten. Das wäre eventuell
dann schon die Entscheidung gewesen. Ja, das wäre wär das Ding gewesen. Das Ende. Das wäre das Ende gewesen für die Träume von Hannover 96. Aber es ist halt leider noch nicht. Leider noch nicht. Vielleicht noch der Ecke. So, Eckenwechsel. Fünf Stück hintereinander weg. Pedro Ecke. Ecke kommt. Meier. Sie bekommen den Ball nicht raus. Er nimmt ihn volles Risiko. Ja, Zieler, ganz sicher. Leider nicht. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Nein. Der hätte vielleicht nach vorne gehen müssen. Aber es ist ja. Es wird wahrscheinlich ein Punkt werden. Und es ist so. Ein Punkt in Hannover. Ist okay. Nach dem Rückstand. In Hannover war gut überlegen. Aber heute gab es einfach viel zu viele Unsicherheiten in der Defensive. Der Sturm gewohnt stark. Sie sind das Team mit dem besten Angriff. Auch heute wieder zwei Tore. Aber wenn du hinten so offen bist, dann aber nochmal, das ist eine ganz, ganz junge Truppe da. Überhaupt. Das ist kaum alleine über 20. Aber es hat funktioniert. Es hat gereicht. Es ist ein Punkt in Hannover. Ja, es ist in Ordnung. Spiel gedreht. Vielleicht hat man einen Sieg für toll gewesen, aber es ist halt so. Alles ist gut. Der Fehler war, glaube ich, das erste Tor. Das hätte niemand so fallen dürfen. Oh, da ist er durch. Aber ist okay. Alles ist gut. Durchaus glücklicher Punkt in Hannover. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Ja, alles ist gut. Danke. Kommt schon wieder noch. Gespräch. Er wird weiterhin seine Chancen kriegen. Da bin ich mir versichert. Gut. Dann geht's jetzt. Warte, jetzt geht weiter mit Deadline Day, ne? Wir machen noch den Deadline Day zu Ende und dann geht's in. Oh, geht's zu Hause gegen Werder. Ich glaube, da wird nichts passieren mehr bei uns. Zumindest auf unserer Seite wird große Sprünge können wir sowieso nicht machen. Ja, ich denke mal, wenn jetzt kein gravierendes, starkes Angebot kommen wird, passiert nichts passieren. Ne, ist es nichts passiert. Keine Anzugänge, keine Abgänge. Zumindest nicht für uns. Die Summen, die da gehandelt werden, das ist nichts unsere Baustelle. Gut, nächstes Match heißt dann Bremen. Bis dahin, tschüss.